Hallo und herzlich willkommen zurück zu Counter-Strike. Ich bin Mr. Katafir, let's play. Das Kaninchen mit dabei ist Razer. Hallo! Der streamt. Willkommen back. Und Jesse. Hallo, hallo. Wir spielen immer noch Hallo, hallo. Hallo, hallo. Hallo, hallo. Ich bin ein Ohrwurm. Das ist ja schon peinlich. Ich muss das wieder reinkriegen, dass ich mich nicht gleichzeitig bewege und schieße. Nein! Fuck you. Da hat jemand Langeweile, lol. Ich bin wieder so ein kleines Kind. Wieso? Der Russen. Achso. Ach man. Na gut. Alter Hubschrauber, geh weg! Gesundheit! Wo gehen wir denn hier lang? Wer ist denn, wo bist du denn? Du bist jetzt sogar mal auf unserer Seite. Ich verfolge den Jeremy hier. Ich bin hinter dir. Bleib stehen. Jeremy? Lecker. Jeremy ist ein geiles Instrument. Was? Das Jeremy. Instrument? Jeremy? Das Jeremy, kennt ihr das nicht? Ich kenne nur Tiramisu, tut mir leid. Nee, es ist ein Instrument, was über magnetische Schwingungen deines Körpers... Ach, push, nee, push, Moment. Push. Komm, push. Reinhalten! Ich liebe Rauch, man sieht nichts. Ja, ich glaube, das ist der Sinn von Rauch. Ja! Durch den Rauch! Durch den Rauch geholt! Au, au, au! Durch den Rauch, ey, wie geil! Ich hab keine Munition mehr. Verdammt. Kann doch nicht mehr viel haben, der Tür. Nein, es ist Tür. Wie kann der schießen? Der hat doch nur noch eine Hand. Zum Schießen brauchst du ja auch nur eine. Das stimmt auch. Yes. Nachladen könnte das schwer werden, aber solange er noch 10er hat, sollte es vielleicht sogar gehen. Außerdem, da kennen wir doch aus anderen Spielen, wie man das macht. Ja. Ja. Kennen wir? Na, hier kann er doch auch zum Beispiel eine Dual Beretta, kann er doch auch einfach ohne Probleme nachladen. Ach so. Ja, wobei das... Das? Ich meine, du kannst ja mit den Fingern ein bisschen um die Waffe rumgreifen, also du hast ja trotz voller Hände noch ein bisschen Fingermobilität übrig. Fingermobilität? Nenn das so, lass mich. Ist klar, dass du das so nennst. Ja. Wahrscheinlich daran gemerkt, dass ich es so genannt habe, ne? Ja. LOL! Der gibt mir im Laufen was, ey, LOL. Boah, fall doch mal tot um! Falsches Fadenkreuz. Verdammt! Was ist nur noch einer? Der mit der Bombe. So, schauen wir mal den Jerry. Jetzt sehen wir hier zu. Sehr schön. Ja, nice up. Natürlich mit der P90, war klar. Ich kann die überhaupt nicht. Ich hab die jetzt. Das erste Mal, dass ich die wirklich anversuche. Ist gar nicht mal so schlecht für bestimmte Aktionen. Aber scheinbar scheint mein AK-Fadenkreuz ganz brauchbar für die zu funktionieren, von daher. Okay. Irgendjemand hat dann sich eine AK mitgenommen. Meine Güte! Ganz ruhig, Brauner, ganz ruhig. Das mit dem Feuer finde ich an sich eine coole Sache. Das gab's in den Counter-Strike-Versionen, die ich früher mal gespielt habe, ja nicht. Yeah! Lebenspunkte. Schon wieder Tür. Wo bin ich hier? Der hat nicht mehr. Ich hab gerade Walter Wolf getötet. Der war bestimmt wolflaufig. Ich hab ihn getötet. Ich bin ein böser, böser Mensch. Läuft, vor allem mit der Shotgun auf der Entfernung. Ich muss mal ganz kurz weg, ihr unterhaltet mal ganz kurz mein Publikum. Ich hab deine Tür getötet. Okay, ich kann nicht, weil die Runde vorbei ist. Ich hab deine Tür getötet. Sehr gut, dankeschön, du hast mich gerächt. Ja. Voll in sein Gesicht habe ich nicht gerecht. Alter, dieser Hubschrauber hier. Geh weg.
Macht er doch! Jetzt hast du ihn beleidigt, jetzt hat er Angst. Ja, gut so. Ja, finde ich nicht okay. Doch, ich schon. Kannst ihn nicht mobben, nur weil er anders ist. Doch. Ja, kannst du schon, wäre aber arschig. So wie du auch andere Leute Idioten nennen kannst, ohne Grund. Ja, natürlich. Weist damit nur auf die Endlichkeit des menschlichen Wissens hin. Genau. Das hat einen tieferen philosophischen Sinn. Philosophie. Nee. Da kommt einer hoch. Und hat nur noch 2 Leben 50 oder so. Genau. Also der eine, der da hochkam, ist tot. Ja, gesehen. Sehr gut. Nein! Ah. Wo denn? Ja, bei uns, ne? Ja. Ich sehe sogar den Schatten von der kleinen Bestie. Noch einer. Einer ist er noch. Ich sehe die nicht mal. Doch. Ich weiß nicht, ich glaube, ich muss einfach mal anfangen, Competitive zu spielen, einfach weil es da weniger Leute sind. Ich hasse das, wenn es so viele Leute sind. Ja, das ist dem Modus hier echt heftig. Ich stehe da überhaupt nicht drauf. Endlich kann ich ein bisschen snippeln hier. Ich finde, beim Wettkampf ist es, da hast du halt echt die richtig Hardcore-Spieler da noch drinne, die dann einfach aufgrund der wenigen Leute sehr viel ausmachen. Wir hatten das ja gestern, Resa, ne? Der eine Typ. Der eine Typ. Der hatte, der ist da irgendwie 34-3 rausgegangen oder so. Nett. Und wir sind auch, 16-1 haben wir verloren. Also das war ein ordentliches Way. Also er hat mit euch den Boden gewischt. Auf jeden. Aua? Da stand einer noch am Spawn. Sehr schön. Vielleicht hat's ihm da gefallen? Ja. Nein! Nein, ich hab daneben geschossen. Ja, ich auch. Scheiße, ey. Das war ja... Der hätte ja uns gehört, oder? Ja, eigentlich schon. Ach, war doof. Geht ihr jetzt zu zweit als Camper lang, oder was? Nö, wir hatten jetzt gerade nur einen, den wir gerade voll von hinten nehmen wollten. Scheiße, damit habe ich nicht gerechnet. War mein Fehler. Ja, dass du damit nicht gerechnet hast, war wirklich dein Fehler, das stimmt. Naja. Oh, ist ja auch schön, dass wir jetzt alle hier sind. Cool, ne? Das heißt, dass da hinten niemand steht. Sie gleich aus ihren Löchern gebrochen. Hinten ist einer, bei A, da ist jemand. Hat er einen gesehen? Ja, da ist Tür. Ja, wurde glaube ich jetzt auch angesagt. Ja, es war aber eine Tür auf A. Sie sind, aber... Tja. Jetzt kommt gleich einer rechts. Rechts? Hoho, wer wurde denn die Zange genommen? Ja, das, der wurde ordentlich, sandwiched. Der, da unten ist doch die Bombe, oder was? Da blinkt er, ist doch, hallo? Guck mal, klar. Ja, ja, die blinkt aber nur, wenn sie, da herumliegt. Ach so. Was ist denn das für ein Versuch gewesen? Also, mal abgesehen davon, dass ich nicht getroffen habe, aber... Wo schießt ihr denn? Nach da hinten? Sehr gut. Ja, ja, der hat sich da positioniert und hat scheinbar darauf gewartet, dass irgendwie die Leute nach... Rundenende zu ihm kommen und dann Kaffee trinken gehen. Oh ja, das ist eine gute Idee. Der saß da mit seinem türkischen Kaffeebesteck. Hm. So, wenn er diesmal kommt, werde ich ihn überraschen. So, ich versuche mal mit der AWP. Ich bin kein großer AWP-Fan in diesem Spiel. Das gebe ich gerne zu. Ich bin nicht gut mit der AWP. Ich bin kein Freund von Waffen. Ja, das sowieso nicht. Dieses Spiel ist einfach... vollkommen falsch für unsere Jugend. Das sowieso. Schützt eigentlich irgendjemand A? Wahrscheinlich ja, wieder nicht. Drin. Doch, doch, da sind Leute. Autsch. Ich bin gestorben! Ich sehe nichts. Hier ist überall nur Rauch und Krams.
Da hinten wird fleißig geballert. Boah, die haben sich echt alle verschanzt, ey. Zack! Ah, ich bin so schlecht mit der AWP. Und um Forgiven, der campt die ganze Zeit am Spawn. Die ganze Zeit. Der lebt da. Ich sag doch, der lebt da. Ja, praktisch da dein Haut ausgerichtet und dann kommt dir immer sagen, so ein... Genau. Ist wahrscheinlich einfach harmloser Zivilist und dann kommen wir mit der Antiterror-Einheit immer und machen sein Haus kaputt. Ich meine, ich werde auch ein bisschen angefickt. Nein! Mal ein zu hier. Das gibt's nicht! Ah. Das gibt es nicht! Kata! Sorry, da muss ich kurz mal an die Tür, was denn? Achso. Ja, was denn? Nichts, alles gut. Nein, mein Kopf ist abgelaufen. Na gut. kein Problem. Was ist denn euer Lieblings-Batman-Film? Oh Gott, komm ich nicht nach Filmen. Der Wechsel gerade. Ja, fantastisch, ne? Ja, einfach mal ein anderes Thema und so. Der mit Batman drinne. Ach, der mit Batman drinne, cool. Halt, der Batman-Film. Ja, der wo Batman, Gotham rettet. Ich weiß gar nicht mehr, welcher war das war. Hab ich schon erwähnt, dass ich Hunger habe? Nom nom nom. Der mit Joker drinne und Batman und den ganzen Bösewichten. Mit Joker? Und Harvey Dent. Mit Harvey Dent? Warte mal, dann ist das der, der neue, oder? So, ich werde da mal ganz kurz, Ja? Was zu essen holen. Nom nom nom. Ja, willst du mir was mitbringen? Ja, bring uns doch was mit. Ja, ich find, das was solltest schauen. Du machen. Kartaffi? Rittersport ja. Könnte ich. Wir müssen echt uns irgendwie mal zusammensetzen und dann LAN-technisch mal was machen. Das wäre bestimmt voll geil. Einfach, weißt du? Alle Eumel an einem Punkt versammeln? Oh ja, man muss ja nicht versammeln. Man kann ja auch zur Not, weil es gibt ja sicherlich einige, die ein bisschen weiter weg sind, dass man das über. Ja, es geht halt darum, gerade, dass ein guter Teil von uns einfach dann irgendwie. Ich hätte halt einfach mal so ein Dorfgemeinschaftshaus oder sowas angemietet. Die sind meistens richtig billig und wenn du das auf einem kleinen Dorf machst, sind die Dinger richtig geil. Das stimmt. So haben wir nämlich früher unsere LANs immer gemacht. Einfach das Dorfgemeinschaftshaus zwei Häuser weiter angemietet. Weil du hattest genug Steckdosen, du hattest genug Tische, du hattest genug Stühle und du konntest dir Pizza bei einem bestellen. Ha! So, der Marcel. Razer ist wieder da. Wir haben das früher mit, es war kein Dorfgemeinschaftshaus, wir hatten aber auch so ein paar Gebäude, wo wir das gerne dann gemacht hatten, also ein Kumpel von uns hatte, dessen Vater hatte ein großes Haus noch extra, was wir nehmen konnten, und wenn das gerade nicht ging. Oh, hallo. Gehen Sie doch mal bitte weg, ich war am Reden. Herr Triefkater. Nur weil Sie fast genauso heißen, dürfen Sie mich nicht töten. Oder halt entsprechend, Gewerbegebäude gehen auch ganz gut. So ja. Irgendwelche Büroräume und sowas. Ja, also, Dinger sind meistens gar nicht mal so teuer. Und wenn du das nur für eine oder zwei Nächte machst, wird das meistens eine ziemliche Gaudi. Ja. Muss mal gucken, wer ist denn noch von uns da? Ach, mein Herr Freund, Blase, red doch mal bitte nicht weiter. So. Oh, das war's schon. Das ging ja. Glückwunsch, du hast eine Waffenkiste bekommen. Ich hab eine Waffenkiste. Ja, denn. Immer diese Scheiß-Streamer. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.